Zurück zu neuem Glanz. Die Dom- und Residenzstadt Zeitz blickt auf eine lange Industrietradition. Aber erst Landesgartenschau und Stadtumbau ermöglichen, gefährdete historische Gebäude im Umkreis des Schlosses zu retten. Das Albrechtsche Palais ist schon aufgrund des Alters und der kulturhistorischen Bedeutung erbaut im Jahre 1781, wertvolle Bausubstanz und stand seit 1991 ungenutzt da. Die einstige Webwarenfabrik hatte Eigentümer und Nutzungswechsel, Krieg und Nachkrieg überstanden. Die politische Wende jedoch nicht. Es ist sehr erfreulich, dass das Albrechtsche Palais heute eine gemischte Nutzung findet. Vor allem findet hier eine Nutzung durch Kinder statt. Hier ist das sogenannte Crea-Zentrum. Und dafür sind wir auch sehr dankbar. Wir sind als Mieter hier in diesem Haus. Die Stadt hat uns diese Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Zu uns kommen in der Woche 130 Kinder. Wir haben einen Rundgang gemacht mit Kindern, wenn sie neu sind bei uns. Wir haben uns alles angeschaut, welche Verstecke es da gab und gibt. Also das war schon für die Kinder auch sehr interessant, wie man früher also gebaut hat. Und die Kinder sind auch sehr stolz darauf, dass sie hier sein dürfen. Ein Mix trägt das Haus. Neben Hort und Werkstatt haben hier ein Notar und Wohnungsmieter Heimat gefunden. Nebenan ist in den ehemaligen Färberhallen der Bundesleistungsstützpunkt Jujutsu untergebracht. Die nutzt die eine Hallenseite fast vollständig und die andere Hallenseite, da haben wir auch den etwas besseren Fußboden drin, das Parkettfußboden drin. Da findet statt Tanzkurse, da finden Kongresse statt, Messen, Tagungen. Was mich besonders freut, ist, dass auch diese Parkanlage nachhaltig genutzt wird. Das Lichterfest, die Schwarzbiernacht, das Frühlingsfest, ja auch Kinderfeste finden auf diesem Gelände statt. Und das Ergebnis hat bewiesen, dass aus den Träumen auch Wirklichkeit werden kann. Da hängt natürlich Herzblut dran, aber das Herzblut hängt nicht an dem Haus. Sondern das Herzblut hängt an den Menschen, mit denen das in der Zeit gewachsen ist, diese Gemeinschaft, die hier entstanden ist. Über 240 Kinder und Jugendliche machen hier jeden Tag Sport in irgendeiner Art und Weise. Das ist doch fantastisch. Das ist doch in so einer Stadt, sind wir mal ehrlich, Zeitz von Defiziten gebeutelt. Das ist ein Leuchtturm. Das baut doch die Menschen auf. Dann sind die doch stolz auf ihre Stadt. Und wenn wir das ein Stück mittransportieren können, dann macht mich das natürlich auch stolz.